Servus. So, heint geht's um die Segeberger. Genau richtig erraten. Ja, der Herrn Mist, der Hanscha. Ja, da muss durch. Heute schauen wir die Segeberger durch, das erste Mal in dem Jahr. Mitte April schon gleich. Ja, eher Anfang April. Schauen wir es durch. Dann das Absperrgitter muss rein, da ist der Honigramm ist schon drauf. Und allgemein mal schauen, wie geht's dem Volk. Weil ich habe da überhaupt nicht reingeschaut. Wie schauen die Waben aus? Wie viele Bienen sind drin? Wie viel Futter haben sie? Das Ganze pipa blub. Ja, greift man es an. Okay. Ich habe da einen Teig, habe ich letztes Mal aufgeklickt. Zu meiner Verteidigung, warum ich da Teig aufgeklickt habe. Ich habe in das Volk nicht reingeschaut und ja, macht ja meine Frau und ich wollte einfach nochmal sicher gehen und ich habe da einen Teig schon geöffnet gehabt, habe festgestellt, der Volk brauchte eigentlich gar keins und habe ihn einfach da oben drauf geklickt. Das ist nur der Honigraum. Ich habe extra die Folie da bloß anpinnt, weil dann kannst du es einfach umklappen. Dann fällt es dir nicht ein, weil der Wind aber so geht. Wollte ja gerade machen. Ja, okay. Bloß mal vorsichtig schauen, was da machen. Essen. Ja, das ist eh weg. Weil ich gesagt, wir haben noch 3-4 Tage Trachtlücke, da ist, bleibt nichts mehr da davon. Also das ist kein, ich sag das gleich mal vornherein, das ist kein klassisches Honigernte-Volk, ja, das ist zur Königinnenzucht und die Rämpchen, wo da gewonnen werden, die dienen eigentlich nur als Futterreserven für, dann für die IBB, weil da passen die Rämpchen rein und ja, also nichts Honig ernten. Eher die zweite Charge, also die Frühtracht wird dann nicht geerntet von dem Volk. Gar nicht, nur dass es gleich mal klarstellt, weil da liegt Teig auf. Ja? Honigraum und Teig geht gar nicht, ja, wenn man Honig ernten will, zum Verkauf oder so. Der geht schon. Heb's und dras mal ein bisschen, bloß vorsichtig, genau. Und langsam, was willst du denn hier damit? Stößt du drauf? Jetzt weißt du, warum dass ich gesagt habe, machen wir da frei. Ich hätte jetzt den Baum eingestellt. Stimmt nicht gescheit. Steht schon. So, jetzt schauen wir da mal rein. Oh, das schaut auf jeden Fall schon mal sehr gut aus von oben. Die haben kleine Futterkränzchen noch. Ja. Ja, hängt kein Wind. Also fast keiner. So, dann fahren wir halt mal an. Wie gesagt, entspannt. Ich weiß halt, wie das Volk reagiert. Schau dir die Wabe, wo am wenigsten Bienen drauf waren, die dann mal essen. Am Rand. Ja, okay. Jetzt mal ein bisschen auf die Kamera konzentrieren. Das ist der Wort, schau, was du jetzt gemacht hast. Schau. Du hast das jetzt so gemacht. Das geht bei einer Holzzeige, aber bei so einem Styroporbomber geht das nicht. Du musst von der Seite. Sonst druckst du das kaputt und das dauert eine Saison und dann ist von der Kiste nichts mehr da. Oh Gott! So, langsam raus. Ja, so, warte mal, warte mal, warte mal. Probier's mal mit dem. Das umstrittene Gerät. Doch, das bringt schon, da musst du ein bisschen zusammendrucken. Ja, druck so. Genau, und jetzt gut fest zusammendrucken, gell? Ja, nicht locker lassen. Ja, das ist also ein bisschen ein Nachteil an den Rämpchen, also Langstrot müsst ihr das sagen, die kurzen Öhrchen. Ja. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Das ist jetzt also eine Sache, die ich an Sander liebe, die langen Ohren. Weil man das halt einfach schöner halten kann. Man kann das einfach schöner nehmen. Das ist eine komplette Wabe Futter. Dreimal um. Ja. Also der Futterteig wäre absolut unnötig. Weil du die gerollt hast. Ja. Weil es da so eng drin ist. Jetzt. So, jetzt stellst du irgendwo da hin. Nicht flach, hochkant. Hochkant. Ach, die sind ja blöd, die kann man reingeschaut. Immer hochkant. Oh Gott, ist das schwer. Ja, weil da vorne, nein, nicht so hoch, weil sonst fällt es drum, wenn der Wind geht. Stell es so her. Genau, passt schon. Das steht schon. Warum soll das so rutschen?
So, jetzt darf ich nochmal ein bisschen Rauch geben, weil es von unten rausfliegen. Die haben das gemerkt, dass du da ein paar gerollt hast. Passt schon, passt schon. Du brauchst halt voll Durchdruck eine kleine. Das sollen doch wissen, dass ich da bin. Ja, die wissen das schon. Genau. Da musst du aufschauen. Das ist ein Nachteil an den Styropor-Dinger. Ja, das ist der Bau, den tun wir dann weg. Jetzt da noch ein paar Räume lassen. Da haben wir mehr Platz kriegen da drin. So, jetzt schauen wir das mal an. Okay, drehen. Okay, gut, passt. Kannst du wieder einhängen. Nicht einhängen. Ich dachte ja, Asserstein, du stößt da einen Boden her. Bloß, warte mal, wir wissen nicht, ist da die Königin drauf? Weil ich sehe gerade auf der anderen Seite das Brutnest. Nein, ich glaube nicht. Aber ich stelle es mal auch da auf. Erstens mal ist da Sonne. Ja, genau, passt. Passt schon. Da ist Sonne, da friert es nicht. Da sehe ich schon Brutnest. Da sehe ich schon das Brutnest. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob das Weißel richtig ist. Das ist leichter. Ja, ist klar, da ist Brut. Okay, also es sieht aus, als ob es was haben. Und bleib immer über der Kiste so ein bisschen. Dir fallen hinten die Bienen runter. Also es sieht mir böse aus, als ob das Weißel richtig ist. Es laufen schon überall Drohnen rum. Ergo, sehr schön. Den kannst du wieder einhängen. Oh, ich sehe da schon was. Da kommt jetzt so ein Brutnest, ein episches Brutnest. Ich bin ja gespannt, ob die schon zwei Zagen belegen, also ob die unten drunter auch schon stiftet. In dem Fall, da ist jetzt so viel Futter da, da könnte man theoretisch was entnehmen, aber nur theoretisch. Ich würde es aber nur lassen, weil. Oh, schönes Brutnest. Was sehen wir an dem Brutnest? Gar nichts, was so finster ist. Du siehst gar nichts. Es sind keine Kreise zu erkennen vom Brutnest. Siehst du das? Ja. Also, das heißt, das ist schon eine komplette Charge durch. Da auch wieder ein Haufen Drohnen. Also, das ist mindestens schon der dritte Brutzyklus. Mindestens. Brutzyklus, genau. So wollte ich. Und gleich wieder zusammenschämen die Waben dann halt. Jetzt sind sie alle da, kann ich das so. Ja, das ist ein bisschen Rauch. So, und jetzt vorsichtig wieder zusammen. Sowas wie zum Beispiel, solche Kanten, die kannst du gleich mit Stockmeißel entfernen, dann quetscht du kommen. Das ist das, was ich eigentlich bei der ersten Durchsicht halt, was wichtig ist. Den ganzen Überbau, das ganze Wildbau, das ganze Zeug kommt da weg. So, jetzt. Ja, das biegt. Achtung, das ist ein scharfer Stockmeißel, gell? Du schneidest schon ins Holz. Genau. Weg. Gut, passt schon. Schau, ja? Schau mal. Ja. Du hast jetzt da gerade gereinigt. Du hast gerade gereinigt. Dann waren keine Bienen mehr da. Dann heißt es gleich zusammenschieben können und dann erst da weitermachen. Weil jetzt hast du wieder dort Bienen. Verstehst du mich? Ja. Gib ein bisschen Rauch und du hast gleich zusammen. Sonst bist du die ganze Zeit am mehr oder weniger Bienen quetschen. Und zusammen. Da unten, ja. Das geht nicht. Doch, das geht schon. Schau mal mit der Hand auf. Ja, lass mal her. Ich zeig dir das. Gib mal einen Smoker. Schau auseinander. So, und jetzt tue ich nicht so oben drüber, so, sondern direkt genau da, wo ich sie wegkommen will. Das musst du auch sagen. Ja, das haben wir letztes Jahr schon gehabt. Das ist so, und zusammen. Fertig. Schauen wir uns das nächste Jahr. Oh, das schaut auch gut aus. Da innen drin haben gerade geschlüpft. Sehr schön. Ist die eigentlich gezeichnet oder nicht? Weiß ich nicht. Aber normalerweise haben wir es zeichnen. Ich sehe wirklich sehr viele Drohnen. Sehr viele Drohnen.
Filmen und Drohnenfangen wird schwierig. So, ich habe hier eine Drohne. Also ich mache jetzt da nichts Grausames. So, komm her. So, ich drücke jetzt ganz leicht hinten auf den Hinterleib, ganz leicht, seitlich. Nein, es sprengt sie nicht. Ergo ist sie noch nicht reif. Also die könnte jetzt sogar Königin begatten. Wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern. Das sind alles junge Drohnen, aber sie sind da. Wir schauen natürlich auch nach wie vor kleiner Weiselnäpfchen und sonstiges, wenn sowas da ist. Da, das ist ein Weiselnäpfchen, genau. Das da. Du kannst das kaputt machen, es reicht aber auch im Prinzip ein Blick, ob ein Ei drin ist. Das ist leer. Das hätte mich auch gewundert, wenn jetzt schon eins drin ist. Also es wird in 2-3 Wochen wird es soweit, dass da unten ist auch leer, oder? Das sehe ich jetzt gerade. Warte mal, schauen wir es mal an. Ja, ist leer. Da. Ist auch leer. Und wie heißt das, wenn noch kein Stift drin ist? Spielnäpfchen. Schaut's mir mal von ganz von vorne anfangen, habe ich schon gesehen. Und gleich wieder zusammen. Wenn du das ein bisschen hochhebst und nicht so rutscht, dann ging er da voll einfacher zum Schirm. So, auch schönes Brutnest. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, allein das, was da jetzt am Brut da ist, wenn das schlüpft in spätestens 14 Tagen. Das, wenn alles schlüpft in dem Volk, ist das Volk in 14 Tagen mindestens doppelt so stark wie jetzt. Ja, die haben ja da schon überall frischen Nektar drin, zwischen den Zellen. Das heißt, sie haben irgendwo was noch zusätzlich gefunden. Komm, geh weg von mir. Ein bisschen Rauch. Über alle, weil sie schon wieder so hochdrücken. Geh weiter hin. Ja, genau. Genau. Genau, nicht so pff, pff, sondern lieber das ist eine Lokomotive. So. Ah, jetzt erinnerst du langsam wieder. Ha? Alle knacken, dann ziehen. Ach, das sind ja blöde Handschuhe. Da muss ich noch einkaufen. Auch ein schönes Brutnest, also das ist irre. Da habe ich ja eingefangen. Ja, das ist übrigens ein Schwarm, den hat die Regie selbst gefangen. Gut. Weißnäpfchen hast du keine gesehen? Nein. Nix. Überall schöne junge Bienen, da ist eine. Geh weg. Was noch? Der tut da nichts. Sag's du. Der wollte bloß Hallo sagen. Da haben wir schon zwei. Ja, der, wenn richtig böse war, dann hättest du schon lange gestochen. Lauf den Finger da, wo er vorher war. Wenn du das Reimerl haltst. Genau. Weil dann haben sie gar nicht die Möglichkeit, dass sie zwischen die Finger krackeln. Der sticht ja nicht, weil es auf dir rumkrackelt, sondern der sticht eher, weil es das quetscht. Weil du es irgendwie zusammendruckst oder so. So, ja. Schön ruhig. Und? Sehen wir was Besonderes? Nein. Wer erkennt man die jungen Bienen? Und wie erkennt man die Alten? Wie Höller. Ja, wo, warte mal. Ich kann das schlecht hindeuten. Ja, okay. Da in der Mitte ist so kleine. Ja, der war kleiner Höll, so richtig flauschiger Schauer. Aber sie sind sehr emsig, also sehr. Sehr flauschig. Und sind für die Wetterlage sind sie eigentlich sehr brav, muss man auch sagen. Also sie sind wirklich sehr brav. So. Und wenn wir sagen, wir haben 13 Grad vielleicht maximal. Ja, 13 Grad haben wir was circa. Und jetzt geht es dann richtig los. Anna. Ja, jetzt wird Zeit. Mama kann gerade nicht.
Ja, dann machst du halt zu. Ja, der Wickel wieder öffnen. Dein Ball liegt beim Grill. Dein Ball liegt beim Grill. Ja, der hat bloß Ding angeschaut. Das Bienenwaterpark. Da haben sie schon freigeräumt. Das werden, wahrscheinlich ist der Wabe komplett frisch bestiftet. Siehst du Stifte? Nein, das sind die Bienen. Lau dich halt ganz ruhig, konzentriere dich auf die Wabe. Der tut dann nichts. Sag's jetzt du. Warum sollte der was tun? Ja, dann halt's in die Sonne. Tiefer. Und jetzt drehst du so hin zu dir. Ja, genau. Lass halt sitzen. Ja, wenn da unten eine ist, soll ich es zusammendrucken. Du bist sehr nervös. Über die Brut, über den, genau. Weil, warum immer über der Kiste? Falls jetzt die Königin auf der anderen Seite sitzt, dann fällt sie runter. Ja, dann fällt sie. Das haben wir, ja, ich sag ja, das ist komplett frisch bestiftet. So. Halt. Rauch. Da sitzt so voll, wenn du jetzt zusammendruckst, quetscht du mindestens zehn Stück. Nur links, nicht auf die ganze Beute, schau mal. Gib mal noch mehr. Jetzt, da ist ja, okay. Weg. Ja, dann mach. Aber sie haben nicht da weg, was du wegkommen willst, bei die, genau, links und rechts. In der Mitte ist egal fast. Links und rechts ist wichtig. Und da müsste jetzt eigentlich die Drohnenbrut sein. Wie gesagt, das ist Naturwabenbau, die Bienen haben es selbst entscheiden dürfen. So, und was haben wir hier? Drohnen. Komischerweise wird in sehr vielen Lehrbüchern wird gesagt, dass der Drohnenrahmen ganz nach hinten soll. Hm, wieso machen die Bienen den ganz nach vorne? Da ist die Königin. Ja. Da. Ja. Da. Schönes Exemplar. Gleich wieder eine, genau. Das Volk wird richtig bombenstark. Das wird Granaten. Das wird eine richtige Granate, wird das. Was ist das? So, jetzt rutscht das gleich wieder alles vier, komplett. Wir haben gelernt, wir können es bis 4 rutschen, weil der ist vorne der Abstandshalter. So, jetzt hast du nicht mehr Kraft, oder? Dass du den neuen einhebst. Jetzt machst du, warte, ich will dir helfen. Jetzt nimmst du den Stockmeißel, jetzt machen wir erstmal schnell das hier weg, das hier. Das kannst du mir deswegen auch, wenn unten ohne fällt, ist gar nicht schlimm. Das machen die Dame, dann räumen wir das schon raus. Jetzt bleibt die sitzen. Ja, freilich, warum sollte die weggehen? Das ist ja Honig. Das ist eine kleine, flauschige Biene. Nein, ja, die ist flauschig. Jung, aber nicht frisch geschlüpft. Aber klein und flauschig. Kannst du jetzt einmal da rüber gehen? Geh woanders hin. Glaubst du das? Also. Schaut, da ist Honig dran. Ja, ist ja schön für sie, aber wenn ich das da wegkratzen muss. Ich mach gleich das da hinten, ja, weil sie alle sitzen. War noch ein paar sitzen. Man merkt auch, dass die Ladies ein bisschen unruhiger werden, wenn es da auffällt. Oder? So, jetzt hast du erst das Räumerl. Eins davon. Und durch das, dass wir im Warmbau imkern, ist immer ganz hinten in der Regel das Futter. Ja? Ja, das bringst du schon. Normal schon. Doch, das geht schon. Jetzt, wenn du die nicht dann sagst, ist die da weggegangen? Ja, das erst mal ein. Das eine, bitte. So, und jetzt hat Rauch. Die verstehen ja leider die Sprache nicht. So, und jetzt hat schon her, jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, weil jetzt hast du ja die meisten schon drin. Jetzt kannst du das da nehmen. Und das so vorstellen. Und durch das, dass wir ja mit der breiten Kante arbeiten, drückt man das auch nicht zusammen. So,
da, siehst du das? Jetzt gehen wir es da ganz gezielt langsam für die Schauen. So, schön zusammendrucken. So, gut, und jetzt hat das da rein. Beziehungsweise, warte mal, das tun wir oben rauf. Das hängen wir nach oben. Kriegen wir so frische. Ne. Was? Da einer. Entschuldigung, war mein Fehler. Da einer. Da kriegen wir so frische. Theoretisch hätte man es auch direkt in die Brut hängen können. Aber mir geht es jetzt eigentlich nur mal darum, dass ich die Wabe schon mal von unten nach oben bringe. So. Jetzt muss die runter, die zeige ich, den Deckel falsch rum hinlegen. Genau, so. Zeige knacken, ich mache da mal zu. Genau. Und jetzt hochheben und leicht drehen. Es kann sein, dass sie die Rämchen zusammengebaut haben. Das bringt ja nichts. Die Zeige ist schon geknackt, Schatz. Das sind jetzt die Rämchen, die untereinander zusammen haben. Deswegen hochheben und jetzt drehen. Gott, das ist gleich schwer. Das ist schwer, ja. Kann ich jetzt so drauf stehen? Ja, ein bisschen verdraht, genau. So verdraht. So. Oh Gott. So, und jetzt schauen wir uns das einfach mal bloß mal von oben an. Ob es sich rentiert, ein Rämchen zu ziehen. Also ich würde jetzt mal das hintere rausmachen. Die hinteren zwei und dann da mal direkt in die Hauptkugel schauen, ob da unten drunter schon Brut ist. Aber das Volk sitzt eigentlich perfekt für den Honigraum. Also die werden den Honigraum sofort annehmen. Da müssen sie noch bauen. So, genau, zwei raus. Und jetzt knackst das gleich in der Mitte, da wo wir es raus haben wollen. Weil jetzt könntest du ja wieder zwischen die. Komm, geh mal da weg, da ist schon eine dazwischen. Jetzt könntest du ja dazwischen. Wir wollen ja nicht jetzt alle zeigen, wir wollen ja jetzt wirklich bloß einmal da in den Hauptkern schauen, ob da schon Brut ist. Und deswegen schälen wir gleich den ganzen Block. Was? Den ganzen Block. Nein, schau. Du hast gesagt, die soll einen in die Mitte gemacht. Ja, genau. Ja. Schau. So einer. Hoppala. So einer. Und jetzt rutscht man den ganzen Block. Ja, für mich ist das nicht so einfach. Ich habe Kamera auch noch in der Hand. Ja, dann lache ich nicht mehr. Ja, darfst du schon. Und jetzt ein Teil, wo es da hängen, die ziehen wir jetzt und jetzt schauen wir mal, ob der Bautrieb schon erwacht ist. Normalerweise schon. Das deutet darauf hin, dass wir einen Nektar haben. Also, dass sie schon. Ein Überschuss Nektarbrut? Ja, definitiv. Und was sehen wir? Die Königin. Hier. Die ist runtergelaufen. Aber sie stiften. Ja, die ist wahrscheinlich genau runtergelaufen. Bei der Durchsicht. Dann holst du mal ein anderes Rämpchen, dass wir das in Ruhe anschauen können. Genau, links und rechts. Jetzt wissen wir auch, warum dass die oberen unruhiger geworden sind. Weil einfach das Pheromon immer so stark war von der Königin. Und einfach ziemlich lang offen ist. Jetzt gehen wir uns in Ruhe anschauen. Und jetzt schauen wir mal, ob da Stifte da sind. Also das ist schon mal Drohnenbrut. Und sie haben frisch gebaut. Also alles, was so weiß ist, ja, da ist normale Brut. Also ist unten das Brutnest auch. Gut. Da wollte ich eine stechen, hast du gesehen? Mhm. Danke, dass du das jetzt so sagst. Bleib ruhig, nicht stupsen. Umso mehr, dass du dich dann bewegst, umso mehr gibst du einen Grund, dass die wirklich stechen will. So. Passt, haben wir eigentlich eh schon alles gesehen. Jetzt alles wieder zusammenrutschen. Alles wieder zusammen. Die braucht mal einmal komplett oben drüber, dass alle sich ein bisschen verdünnisieren, weiter runtergehen. Genau. Sitzt das nicht
Ja, jetzt kommt der Wind. Sobald der Wind kommt, ist der Smoker bei uns herum. Erst die größere, dann die kleinere. Die haben jetzt Zeit zum Bauen. Ja. Genau, und da. Perfetto. Ja, unten haben die Rämpchen noch ziemlich nass, also ziemlich feucht vom Ding her. Mhm. Haben die alle schön zusammen? Rutscht denen da vorne auch schön an? Geh mit dem Stockmäusle. Nein, genau, so drin. Genau, ja, schau, da hättest du viel mehr Platz gehabt gerade noch. So, gut. Jetzt nochmal Rauch komplett oben drüber, dass alle runtergehen. Wichtig sind die Ränder, außenrum. Weil du wirst es jetzt aufsetzen. Das ist, finde ich, ein Vor- und ein Nachteil, die scheiß Falze. Da ist fast immer, dass man irgendeine Biene erwischt. Oh mein Gott! So, und auf damit. So, gut. Dann nochmal Rauch oben drüber, weil Oberträger sauber machen. Mach du sauber, ihm dort das da halten. Was ist das da oben? Propolis oder Wachs? Das ist Wachs. Wachs. Propolis war das dunkel. Oder? Ja. Ja, es ist schon Propolis dabei, aber sehr wenig. So. Ist ja bloß am Anfang des Jahres so, dass da so viel Arbeit auffällt bei der ersten Durchsicht. Also das Volk ist auf jeden Fall stark genug, da können wir rausschröpfen. Das ist bereit für Ableger. Da können wir in 14 Tagen spätestens, also oder nächste Woche, wenn es wieder schöner wird, einen Ableger machen nächstes Wochenende. Mhm. Wenn du willst. Und deswegen habe ich diese Wabe da, da haben wir schon abgesondert. So, jetzt muss das Gitter drauf. Jetzt muss Gitter drauf, ja. Also das Gitter hätte ich jetzt so drauf gelegt, also. So, genau, ein bisschen reinstupsen. So, gut. Passt. Und jetzt hat die Kiste wieder drauf. Warm- oder Kaltbau ist mir völlig egal. Ich würde es genauso draufsetzen wie die unteren. Im Warmbau, ja, so quer. Das war auf meiner Seite. Ja, das, die sind im Kaltbau drum gewesen vorher. Also jetzt andersrum. Ist egal. Ich würde es. So oder nicht? Ja, mach. Ist doch dein Bienenvolk. Ja, Entschuldigung, dass ich dich was frage. Ja, du darfst mich ja fragen, aber ich wollte ja mitteilen, dass egal ist. Dass so. Schnurzpiep egal ist, und genau. Das da. Und ja. Das hängen wir jetzt da rein. In der Mitte oder hinten? Hinten hin. Und warum? Ja, die da oben, die haben sie jetzt alle zusammen da, das ist kalt. Ja, das tut doch nichts. Genau, mit der Kastrationszange, wie es liebevoll gemein beschimpft wird. Was? Ich verscheuch's mal da. Dann geht's rein. Im Sommer wird das Problem geringer, also sobald es jetzt richtig warm wird, ist es eh wurscht. Gut, kannst. Warte mal. Nicht richtig. Du bist nicht richtig, nein. So. So, jetzt. Alles schön vorschieben. Genau. Schön, fertig. Puh. So, fertig mit der Durchsicht. Ihr habt gesehen, keine Dramatik. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen.
Weil da passieren natürlich, kommen mehr Fragen auf, wie wenn ich allein durchschaue. Ist eh klar eigentlich. Und ja, ich muss jetzt noch schnell meine Honigräume draufhauen. Endlich mal, weil, ja, seht ihr es? Sind immer noch nicht oben, da oben. Und jetzt wird alles mit Honigräume bestückt, aber da mache ich jetzt kein extra Video, weil was will ich euch da zeigen? Deckel auf, Gitter drauflegen, Kiste drauf, ja. Willst du? Nein, will ich nicht. Willst du ein Endplädoyer? Nein, danke. Ja. Dann sage ich tschüss. Das Video ist uncut. Genauso wie alle Videos mit meiner Frau hier mit der Segeberger und so uncut bleiben, weil ich glaube, da ja, es ist für Anfänger wesentlich interessanter. Ja? Viel, viel interessanter, wenn man Anfänger zu Anfänger zuschaut und einer, der zumindest glaubt, es zu können, da ein bisschen unterstützt. Dann tschüss. Willst du noch was sagen? Nein. Also nein.